Würdest du eher wissen, wann du sterben wirst oder wie du Oh mein Gott, das kann ich nicht. Ah, ich weiß nicht, ich würde es. Ja, und zwar, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt sehr, sehr schwere Fragen, beziehungsweise sehr schwierige Fragen auf dieser Welt. Und wir werden uns heute dem allerschwersten Test stellen. Vor einem Monat haben wir schon mal ein Was würdest du eher Video zusammen gemacht. Und heute werden wir den zweiten Teil davon abdrehen mit den allerschwierigsten Was würdest du eher Fragen. Glaub mir, das könnt ihr nicht beantworten. Aber bevor, Leute, bevor das Video losgeht, eine Frage, ob ihr wirklich auch hier richtig seid und diesen Test auch machen dürft. Würdest du eher da draußen jetzt diesen abnormal geilen YouTube-Kanal Markey, also ich kenne den nicht, aber Alter, den würde ich direkt abonnieren. Würdest du lieber diesen YouTube-Kanal abonnieren oder 10 Jahre lang Pech haben? Es ist deine Entscheidung. Ganz kurz, wenn du dich für den Kanal entschieden hast, musst du jetzt ein kostenloses Abo da lassen. Denn ansonsten, wenn du dich für 10 Jahre Pech entschieden hast, ja, dann viel Spaß. Du hast ab jetzt 10 Jahre Pech in deinem Leben. Ja, fangen wir an. Let's go, ladies and gentlemen. Die erste Frage. Würdest du lieber nicht mehr gehen können oder 1 Million Euro verlieren? Oh mein Gott, da muss ich ganz kurz pausieren. Da die Zeit geht zu schnell. Ich muss mich kurz entscheiden. Ist eigentlich eine direkte Antwort. Und zwar, ich würde eher 1 Million Euro verlieren. Weil, Bruder, meine Beine, unsere Beine, unbezahlbar. Geht nicht. Lieber 1 Million Euro verlieren, als nicht mehr gehen zu können. Ich behalte euch Beine, Jungs. Jungs, wir gehen. Jetzt gucken wir mal. So, wir bekommen nämlich nach jeder Antwort immer gesagt, was wir für einen Typ Mensch sind, die A genommen haben. Du bist ein Mensch, der für den Tag lebt. Du handelst hier und jetzt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Also das heißt, ihr seid sehr fahrlässig, wenn ihr euch für die Beine entschieden habt. Und meine Antwort ist, du findest einen Weg aus jeder schwierigen Situation heraus und kümmerst dich... Was? Du findest einen Weg aus jeder schwierigen Situation heraus und kümmerst dich nicht darum, was andere von dir denken. Ja! Das bin ich. Let's go. Zweite Frage. Würdest du lieber... Okay, was ist das? Mit Schokoladengeschmack oder Schokolade mit... Okay. Oh mein Gott, Dicker. Was? Was ist das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde einfach die Schokolade nehmen mit dem ekligen Geschmack, weil dann würde ich wenigstens Schokolade essen und ja, ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Komm, das, was ist das? Ich entscheide mich für B. Jetzt schauen wir mal. Was nehmt ihr, Leute? A oder B? Die A genommen haben, du bist ein echter Idealist. Es liegt an Leuten wie dir, dass die Welt ein besserer Ort... Was? Wieso macht man die Welt zu einem besseren Ort, weil man Kacke mit Schokogeschmack isst? Würdest du lieber ein krankes Kind zur Welt bringen oder niemals Kinder haben? Ganz klar, wenn man einen Kinderwunsch hat, würde ich A nehmen. Wäre mir egal. Hauptsache, ihr habt euer Kind, Mann. Und man kann immer alles überwältigen, Leute. So, A, du bist ein sehr netter und liebevoller Mensch, der niemals aufgibt, einen Freund in dich zu haben, ist ein Glücksfall. Okay, dankeschön, Bro, dankeschön. Und B, du bist ein Mensch, der Angst vor Verantwortung hat. Vielleicht sind die Selbstentwicklung und Erfolg wichtig. Ja, also die B genommen haben, das ist eure Antwort. Die A genommen haben, schlagt ein, Leute. Ihr seid nette Menschen. Okay, würdest du lieber sterben und berühmt werden oder leben und unbekannt bleiben? Ganz klar, B, was bringt es mir, Digga, wenn ich weg bin von der Welt und dann berühmt bin? Bro, was ist das, hä? Easy, easy peasy. Die Fragen werden immer schwieriger von Frage zu Frage. Ich nehme B. So, A, du willst unbedingt an die Spitze, es ist verlockend. Also wer A genommen hat, sorry Leute, aber dann habt ihr einen Furz als Gehirn. B, du bist ein bescheidener und moralischer Mensch, du stehst nicht gerne im Rampenlicht, aber manchmal musst du es tun. Naja, also... Ich stehe jetzt gerade ja auch ein bisschen im Rampenlicht, versteht ihr? Ich meine... Rampenlicht, versteht ihr? Hier. Ja, okay, ich halte mein Maul. Alles klärchen. Was kommt als nächstes? Würdest du lieber deinen Liebsten beim Fremdgehen erwischen oder deine Liebste... Was? Okay, das... Digga, wieso artet das so aus? Also, bevor ich dafür verantwortlich bin, dass irgendwer drauf geht, ganz klar, dann würde ich die Person halt lieber beim Fremdgehen erwischen, weil... Dann weiß ich, dass es eine falsche Person ist. So, wisst ihr dann, ciao, hau ab, wann meine geile Zeit, schlag ein. Nein, schlag nicht ein, mit dir will ich nicht einschlagen. Aber, also komm schon. Wie übertrieben ist denn der Test? Nee, wir gucken jetzt nach einem anderen. Wir gucken nach einem schwierigeren. Okay, neuer Test. Let's go, Leute, wir fangen von null an. Würdest du eher die Person sein, die jeder hasst, oder die Person sein, die jeder ignoriert? Das... Ist das nicht irgendwie das Gleiche? Weil wenn jeder jemanden hasst, dann wird doch diese Person ignoriert, oder? Also, Moment mal. Also wenn jeder uns hasst, heißt es, wir haben keine Freunde, jeder hatet uns, ich weiß auch nicht, so okay, gut. Aber wenn jeder uns ignoriert, dann können wir nicht mal Kontakt mit... Also ich finde ignorieren noch schlimmer. Ich denke, ich würde A nehmen, weil dann könnte ich eventuell immer noch mit Leuten reden. Wir nehmen A. Was nehmt ihr, meine Damen und Herren? Schreibt es in die Kommentare, falls die aktiviert sind. Falls nicht, dann danke YouTube, die deaktivieren immer so. Würdest du eher nur Zugriff haben auf YouTube? Nur Zugriff haben auf YouTube?
Was war die Frage nochmal? Nur Zugriff haben auf YouTube, nur Zugriff haben... Ja, YouTube. Eindeutig YouTube. Okay. Zweimal A bis jetzt. Schauen wir weiter. Würdest du eher ein Stück Seife essen oder eine Flasche Spülmittel trinken? Ah, ganz klar, das dritte Mal A. Ladies and Gentlemen, dieses Mal geht es ganz schnell. Würdest du eher das gleiche Essen für den Rest deines Lebens oder nie wieder Instagram nutzen? Okay, Moment, da müssen wir eine Pause machen. Boah, Instagram ist schon geil, ne? Boah, das ist extrem schwer. Immer das gleiche Essen ist mega eklig. Irgendwann nach 10 Tagen habt ihr keinen Bock mehr darauf. Und nie wieder Instagram nutzen ist halt... Mann, ich würde nie wieder Instagram nutzen, weil immerhin gibt es da noch YouTube und alles andere. Also ich würde B nehmen, das erste Mal B. Heißt dreimal A, einmal B. Ich werde absolut mir das gleich nicht mehr merken können. Okay, weiter geht's. Würdest du eher freies Internet haben für den Rest deines Lebens oder freies Essen bekommen? Oh mein Gott, Essen. Bruder, Essen. Ganz einfach. Essen ist live, Alter. Let's go. Ergebnis. So, Moment. Wie Ergebnis? Warte, was? Ich bin nicht so schnell. Ich glaube, ich habe jetzt viermal A und zweimal B. Also schauen wir mal. Öfter A. Du bist ein Macher und bereit, Risiken einzugehen, aber du hältst dich auch von Schwierigkeiten fern. Also, das bin ich. Alle, die mehr A genommen haben als B, ihr seid ein Macher. Herzlichen Glückwunsch. Und die mehr B benutzt haben, du bist eine weise und kluge Person und veränderst jede Situation zu deinem Vorteil. Okay, also... Irgendwie klingt B cooler. Regie, kann ich mich nochmal umentscheiden? Nö. Naja, schauen wir mal weiter, denn hier haben wir jetzt als nächstes eine extrem kranke Watte. Was würdest du eher wissen, wann du drauf gehst oder wie du drauf... Oh mein Gott, das ist tricky. Alter, was? Okay, systematisch. Ich würde eher sagen, dass es mich interessieren würde, wie ich drauf gehe, weil das Problem ist, wenn man sagt, oder wenn man weiß, wann das Ganze passiert, dann zählt man sein Leben runter und kalkuliert das ein und ich glaube, man kann sein Leben nicht mehr genießen. Aber wenn man nur weiß, wie es passiert, jetzt 200 IQ, dann wenn zum Beispiel jetzt ich durch, keine Ahnung, einen fliegenden Waschlappen umfallen sollte, dann kann ich in Zukunft einfach fliegenden Waschlappen aus dem Weg gehen und zack, 800 IQ, let's go Leute, ich werde unendlich leben. Auf geht's, let's go! Okay, aber jetzt geht's wieder weiter, Ladies and Gentlemen. Wir haben jetzt fette Quiz am Start. Du und deine Familie tragt Gold in einem Heißluftballon. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben Gold in unserem Heißluftballon. Das ist das Gold, Fett Monet, das wir sind rich. Let's go! Ein Vogel sticht in den Ballon. Alles klärchen, okay, das wird wahrscheinlich passieren. Und er beginnt schnell Richtung Ozean zu fallen. Alles klärchen. Du musst loswerden Gewicht, um den Fall zu stoppen. Deutsch ist auf jeden Fall auch eine 1 plus bei diesem Typen. Es gibt 4 Leute. Dein Vater, ja, das ist mein Dad. Hi Dad, wie geht's dir? dann haben wir hier noch deinen Sohn. Yo, was geht ab? Murat, alles klar bei dir? Bro, heute, du darfst nur bis 10 draußen bleiben. Und dann haben wir hier noch deinen besten Freund. Okay, yo, what's poppin', Bro? Alles klar bei dir, Mr. Bester Freund? Wen würdest du als Pärchen? Okay, wen würden wir opfern? Niemand, ich würde selber rausspringen. Diese Menschen. Aber jetzt kommen wir noch zu den letzten, was würdest du eher fragen? Und zwar, würdest du lieber 10 Jahre lang ins Gefängnis oder 10 Jahre lang im Koma? Ey, Bro. Ich würde, denke ich, 10 Jahre in Koma nehmen, weil Gefängnis ist nicht schön. Da würde ich einfach schlafen, klingt dumm, aber ich würde es Koma nehmen, komm. Oder Gefängnis, nein. Boah, das ist beides absolut kacke, Mann. Würdest du lieber beim ersten Date rummachen, auf den perfekten Zeitpunkt warten? An all die Ladies da draußen, ich nehme A. Falls ihr Single seid, dann schreibt mir doch auf Instagram. Ich such jemanden für mein erstes Date. Schreibt mir. Was würdest du lieber, einen extrem gut aussehenden Partner oder Partnerin heiraten oder extrem gut aussehen? Boah. Entweder, ja, ich würde, also wenn ich für immer mit der zusammen bin, dann scheiß drauf, wie ich aussehe. Dann bin ich hässlich wie die Nacht, Alter. Ist mir egal, ich heirate die gut aussehende. Aber wenn wir uns trennen, dann nehme ich extrem gut aussehen. Würdest du lieber in der Lage sein, sämtliche Tiere mit deinem Gedanken zu kontrollieren oder sämtliche Elektronik kontrollieren? Ey, Tiere, Mann. Ey, ich würde allen Pandas und Bären her sagen, hey, kommt her, lasst mal ein bisschen chillen, Jungs, Alter. Alle kommen her. Was will ich mit Elektronik? Dann kann ich einen Staubsauger durch mein Zimmer fahren lassen, oder? Geiles Ding, Alter. So, wir haben, glaube ich, öfters A als B genommen. Mehr A, du bist ein rationaler und gerechter Mensch. Du vergeudest keine Energie für Sinnloses. Das sind die mehr A genommen haben. Mehr B, du bist ein sensibel, entspannt und neugierig. Du betrachtest die Welt mit den Augen eines Kindes. Ja, heißt ganz einfach, ihr seid noch aggressive Kinder, die B genommen haben. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute mit Was würdest du eher machen? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt ja gerne eure Antworten in die Kommentare schreiben. Aber wie ich YouTube kenne, haben die wieder ausgemacht, weil YouTube einfach gar nicht gönnt. Deswegen tut es mir sehr leid. Falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr noch einen Teil sehen wollt. Und abonniert jetzt den Kanal und checkt das letzte Video hier ab. Das ist nämlich 15 Dinge, von denen ihr nicht wusstet, was ihr Nutzen ist, also was man mit denen macht. Ihr seht es. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Checkt es ab.
klickt es an. Auf Wiedersehen.